Investigators seized boxes and paper documents, but no. Im August 2022 durchsuchte das FBI das Anwesen von Donald Trump. Die Bundespolizei beschlagnahmte mehrere Kisten mit Unterlagen, die der ehemalige Präsident mit nach Hause genommen hatte, als er sein Büro im Weißen Haus räumen musste. Es war das US-amerikanische Bundesarchiv NARA gewesen, das das Justizministerium um Amtshilfe ersucht hatte. Die Archivare waren einige Wochen vorher in Florida gewesen und hatten von Trump ein paar Papiere entgegengenommen, aber eben nicht alle Top-Secret-Dokumente, die NARA dort vermutet hatte. Die Öffentlichkeit war begeistert. Hier wurde Recht durchgesetzt, das auch für die Mächtigen gilt, sogar für den amtierenden Präsidenten. Auch sein Wohnhaus durchsuchten jetzt die Ermittler. Aus Bidens Garage in Delaware holte das FBI Geheimdokumente. Was diese dort zu suchen hatten, konnte er den hartnäckig fragenden Journalisten nicht erklären. Laut Gesetz muss jeder US-Präsident als geheim gestufte Dokumente. Auch in Deutschland wurde und wird über den Skandal groß berichtet. Allerdings vermieden die deutschen Journalisten die naheliegende Frage, nämlich, wo bei uns die Unterlagen der Bundeskanzler landen. Im Bundesarchiv in Koblenz, wo sie laut Gesetz hingehören? Eigentlich ist die Rechtslage klar. Das Bundeskanzleramt ist eine Verwaltung. Hier kann man also nicht nach eigenständigen Kriterien verfügen. Damit ist dienstliches Schriftgut des Bundes vollständig dem Bundesarchiv einzufügen. Dass das nicht der Fall ist, in der Realität wissen wir alle. Es hat sich eingebürgert, dass Bundeskanzler, vielleicht auch Bundeskanzlerinnen, die öffentlichen Dokumente, die öffentlichen Unterlagen mit nach Hause nehmen, mit dem Ziel, sie im eigenen Interesse zu kommerzialisieren und insbesondere ihre eigene Hagiografie schreiben zu können, während sie gleichzeitig allen anderen den Zugang zu diesen Unterlagen versagen. Damit bestimmen sie und manipulieren die Geschichte. Geht das an? In den USA rückt das FBI dem amtierenden Präsidenten und dem Ex-Präsidenten auf die Bude und bei uns entwenden die Mächtigen ihre Akten und nichts passiert? Ja, so ist das in Deutschland. Und die Richter, die eigentlich die Rechtsordnung durchsetzen müssten, segnen das ab. Helmut Kohl hatte 1998 das Kanzleramt verlassen. Statt allerdings seine Unterlagen seinem Nachfolger zu hinterlassen oder dem Bundesarchiv zu übergeben, packte er sie in Umzugskartons und schickte sie an die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin. Von dort wurden sie später in sein Wohnhaus nach Oggersheim geschickt, wo sie sein Biograf auswerten durfte. Und bis heute werden sie von seiner Witwe Maike eifersüchtig bewacht. Es gibt einfach Unrechtszustände, die sich in der Bundesrepublik eingeschliffen haben. Das Fortschaffen oder Nicht-Herausgeben amtlicher Unterlagen sind strafrechtlicher Natur. Die Scheu, einen Altkanzler oder seine Familie wegen unterschlagener Unterlagen strafrechtlich zu verfolgen, ist befremdlich. Dieses Verhalten ist eines Rechtsstaates nicht würdig. Ich habe die Witwe bei der Staatsanwaltschaft angezeigt und das Kanzleramt auf Wiederbeschaffung dieser Akten verklagt. Ohne Erfolg. Diese Akten gehören dem Volk und man hat hier den Eindruck, dass das eben nicht so ist, sondern dass die dann machen können, was sie wollen. Dass sie verstecken können, dass sie mit nach Hause nehmen können nach Ende der Dienstzeit. Und das kann nicht sein. Man muss nicht bis in die USA gehen, wo das in der jüngsten Vergangenheit anders gehandhabt wurde, dass das FBI zu Herrn Biden und zu Herrn Trump nach Hause gegangen ist und die Akten dort wiederbeschafft hat. Auch in England gehört es zu den Urpflichten der Exekutive,
ihre Aktionen zu verschriftlichen und zu hinterlegen. Und parallel zu dieser ganzen Sache liefen ja auch Anfragen gegen Herrn Johnson, seine Sachen herauszugeben bezüglich seiner Festivitäten zu Corona-Zeiten. Die Deutschen haben sich mit diesem Unrechtszustand abgefunden, scheint es. Die Gewaltenteilung funktioniert nicht. Eingebettet ist das Kanzleramt im sogenannten... Noch funktioniert die Propaganda. Ein Werbefilm der Bundesregierung lobt das Kanzleramt in höchsten Tönen. Die verglasten Innenhöfe und Fassaden sorgen für natürliches Licht, vermitteln aber vor allem auch Transparenz. Die Lichthöfe sollen Transparenz vermitteln? Das ist mehr als Unsinn. Selbst für die konservative FAZ, Zitat, bewachen die bürokratischen Nachfahren der alten Bundesrepublik das Schriftgut wie ein Sprengstoffdepot. Von Transparenz keine Spur. Auch Akten aus den 50er Jahren gibt das Amt nicht an das Bundesarchiv ab, wo es sortiert, bewertet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnte. Der Bundesrechnungshof hatte diesen Ort, wo Angela Merkel 16 Jahre lang das Zepter führte, so beschrieben. Nach den Prüfungserkenntnissen gab es Büros der Bundeskanzler AD, in denen Hunderte von Aktenordnern oder Hunderte Kartons in loser Schüttung unsortiert aufbewahrt wurden. Daneben war ein Großteil von Akten offensichtlich in den privaten Verfügungsbereich am jeweiligen Wohnort verbracht worden. Das Bundeskanzleramt überließ es den Kanzlern zu entscheiden, wie mit den Unterlagen verfahren wird. Die Unterlagen hätten beim Amtsende nicht aus dem Bundeskanzleramt mitgenommen bzw. dem Bundesarchiv übergeben werden müssen. Es ist sicherzustellen, dass bei der Auflösung von Büros Mitarbeiter des Bundesarchivs den Verbleib des Archivguts überwachen. Das Bundesarchiv muss alle Unterlagen rechtzeitig sichten können. Nichts ist seitdem passiert. Die Politik sitzt solche Mahnungen aus. Das Bundesarchiv meckert ab und zu, doch es untersteht der Staatsministerin für Kultur, der Grünen Claudia Roth und sie dem Kanzleramt. So schließt sich der Kreis. Und am Ende hat der Bürger das Nachsehen. Ich hatte zu Hans Globke recherchiert, den Kommentator der Nürnberger Rassengesetze und nach 1945 rechte Hand von Kanzler Konrad Adenauer. In Koblenz hatte ich zu seiner Person praktisch nichts gefunden. Die Akten würden bei der Adenauer Stiftung liegen, wurde mir erklärt. Doch in St. Augustin wurden mir nur wenige Akten vorgelegt, während andere Journalisten dort umfangreich versorgt worden sind, wie ich dem Deckblatt entnehmen konnte. Ich reichte im Mai 2011 Klage gegen das Bundesarchiv wegen Untätigkeit ein. Und 6 Jahre später entschied das Verfassungsgericht. Das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Akten im Eigentum des Bundes stehen nach wie vor, sofern es sich um amtliche Unterlagen handelt. Man unterscheidet juristisch zwischen Besitz und Eigentum. Besitzer ist derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft hat. Nach dem Karlsruher Urteil musste ich von vorne anfangen und erneut Klage einreichen. Diesmal gegen das Kanzleramt, Eigentümer der Akten. Und ich verlor in allen Instanzen. Der Streit über die Globke-Akten liegt inzwischen beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Und so lange darf die Adenauer Stiftung diese Unterlagen verwalten, obwohl der vom Gesetz vorgeschriebene Ort das Bundesarchiv ist. Bei meinen Recherchen in Südamerika war ich immer wieder auf die Seilschaften von Kanzler Kohl gestoßen, wie in dem Korruptionsfall bei der chilenischen Kupfergesellschaft Codelco. Mich interessierte und interessiert auch seine Rolle bei der Privatisierung der Raffinerie Leuna durch die Treuhand. Der französische Konzern Elf Equitaine wollte den Chemiekomplex bei Leipzig kaufen und zahlte Millionen an eine Offshore-Gesellschaft. Ein Teil davon soll in die Kasse der CDU geflossen sein. Die französische Justiz verurteilte die Manager von Elf Equitaine, heute Total, sowie die deutschen Mittelsmänner. Die deutsche Justiz hingegen
will keine Beweise für die Schmiergeldzahlungen an die CDU gefunden haben. Und schließlich ist da noch die Spendenaffäre 1999. Kohl hatte seinen Geldgebern Anonymität zugesichert. Wieder gesetzwidrig. Aber gegen die Zahlung einer Geldstrafe wurde das Verfahren eingestellt. Für die Strafverfolger wäre ein Blick in die Protokolle der Gespräche zwischen Kohl und François Mitterrand hilfreich gewesen. Wo diese sich befanden, war kein Geheimnis. Zitat aus der Presseerklärung der Stiftung. Der ehemalige Bundeskanzler hat im Archiv der Adenauer Stiftung 1998 Unterlagen zur Verwahrung überlassen. Diese befinden sich seit 2010 einvernehmlich bei Bundeskanzler AD Dr. Helmut Kohl, um dort für persönliche Arbeiten zur Verfügung zu stehen. Die Stiftung hatte sich zu dieser Mitteilung genötigt gesehen, nicht weil ihr das Bundesarchiv oder die Staatsanwaltschaft im Nacken saßen. Nein, Kohls Biograf hatte den Stein ins Rollen gebracht. Er hatte, bis er sich später mit der Witwe zerstritt, im Keller des Altkanzlers diese Akten auswerten dürfen. Ich habe dort unten im Keller gearbeitet, ich habe Akten lesen müssen und so weiter. Der Ghostwriter führte lange Interviews mit dem Altkanzler und der nahm sich kein Blatt vor den Mund. Blüm, Verräter. Thierse, Volkshochschulhirn. Ja gut, gut, es stimmt, aber sowas sagt man doch nicht. Oder hier, Merz, politisches Kleinkind. Merkel, hat keine Ahnung. Schwan verfasste mehrere Bücher über seinen Auftraggeber, stets aus dessen selbstgerechten Perspektive. Und wer wollte widersprechen? Die Dokumente, die seine Version widerlegen konnten, lagen ja im Oggersheimer Keller, unerreichbar für kritische Geister. Es hat einen erheblichen Vorteil für die Bundeskanzler AD, wenn sie diese Unterlagen 30 Jahre lang exklusiv auswerten können. Herr Schmidt hat das ja sehr häufig und wiederholt gemacht und Herr Kohl ebenfalls in seinen unsäglichen Memoiren, diese zwei Bände, die keiner lesen kann. Das ist ja ein ökonomischer Vorteil und gleichzeitig lasse ich niemanden daran. Ja? Damit kann ich ein Monopol, ein ökonomisches Monopol, 30 Jahre lang ausnutzen, kriege sehr hoch bezahlte, bei Herrn Kohl war es 500.000, Verlagsverträge und davon lebt es sich hervorragend. Das hat Herr Schmidt so gemacht, das hat Herr Kohl so gemacht, ich denke die anderen auch. Und das ist die ökonomische Rationale dahinter. Die hagiographische, ich will mich so darstellen, wie ich das möchte, ist natürlich auch noch eine große Versuchung. Man will einfach der Nachwelt sich so darstellen, dass man als Held, als Sieger, als großer Gestalter der Republik gegangen ist und möchte nicht, dass das kritisch hinterfragt wird durch unabhängige Historiker oder Journalisten. Man nimmt sich also ausgesuchte, bezahlte, von Herrn Schmidt, von Herrn Kohl bezahlte Journalisten, die schreiben das, was in der Endkontrolle dann von Herrn Schmidt oder von Herrn Kohl genehmigt wird. Und damit manipuliert man die Geschichtsschreibung langfristig. Schwan fiel bei Kohls neuer Ehefrau, Maike, in Ungnade. Ein gebrechlicher Mann, der etwas zu sagen hat. Ich gehe dann in die Archive, suche ihm raus, was er im Kopf hat und dann lege ich ihm schrittchenweise die Dinge vor und dann redigiere. Schwan veröffentlichte trotzdem, ohne Kohls okay. War eindeutig geklärt, dass Helmut Kohl darüber bestimmt, was in den Memoiren erscheint. Der Streit landete vor den Gerichten und zunächst verlor der Biograf. Maike Kohl-Richter, zweite Ehefrau und Erbin von Helmut. Schwan ging in Berufung und die Sache landete vor dem Bundesgerichtshof. Inzwischen war Helmut Kohl gestorben und seine Erbin wollte die Millionen kassieren. Doch der Bundesgerichtshof lehnte das heute ab. Ein Entschädigungsanspruch wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten sei nicht vererbbar. Die Medien berichteten groß über den Rechtsstreit, oft mit Schadenfreude.
Denn aus der fürsorglichen Ehefrau wurde die kalte und berechnende Egoistin. Sie habe die Söhne aus erster Ehe vertrieben und spiele sich als alleinige Verwalterin seines politischen Erbes auf. Wie freiwillig fühle sie sich, klagte sie mitleidheischend dem Stern. Zum historischen Nachlass des Altkanzlers zählen auch Akten auf die Plötzlich begann sogar das Bundesarchiv, sich für den Oggersheimer Schatz zu interessieren. Der Präsident schickte ihr zwar keinen Gerichtsvollzieher oder das BKA, sondern einen höflichen Brief. Ich bin Ihnen verbunden, wenn Sie staatliches Schriftgut aus dem Wirken Ihres Mannes über das Bundeskanzleramt an das Bundesarchiv weiterleiten. Ich hatte ihr, kurz nach dem Ableben ihres Mannes, ebenfalls einen Brief geschrieben und um Zugang zu den Akten gebeten. Eine Antwort erhielt ich nicht. Spätestens jetzt war dem Kanzleramt klar, dass es ein juristisches Nachspiel geben würde. Es fragte bei der Witwe nach. Zitat: Das Bundesverfassungsgericht hat eine mögliche Verpflichtung der Bundesbehörden zur Wiederbeschaffung amtlichen Schriftguts thematisiert. Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit dazu austauschen könnten. Maike wollte sich aber nicht austauschen. Sie ließ sich mehrere Monate Zeit für ihre Antwort, wenn man so etwas eine Antwort nennen kann. Mein Mann hat sich während seiner Amtszeit und bei seinem Ausscheiden selbstredend an die geltende Rechtslage gehalten und daher amtliche Unterlagen nicht zu seinen privaten Akten genommen. Damit war für das Kanzleramt alles in Ordnung. Das Thema abgeschlossen. Für mich nicht. Ich erstattete Strafanzeige wegen Verwahrungsbruchs und verklagte das Kanzleramt auf Wiederbeschaffung der Akten. Es ist allgemein bekannt, dass der ehemalige Bundeskanzler Kohl zahlreiche Akten zu sich nach Hause verschafft hat. Über den Umweg vorher zur Konrad-Adenauer-Stiftung sind sie anschließend bei ihm in den Keller in Oggersheim gelangt und lagern dort nach allem, was wir kennen aus der Presse, aus den Berichten seines ehemaligen Biografen Herbert Schwan, lagern dort noch immer. Wir haben uns ans Kanzleramt gewandt, weil das Kanzleramt aktenführende Stelle ist und eigentlich nach dem Bundesarchivgesetz verpflichtet ist, die Akten ans Bundesarchiv abzugeben. Sie also nur abgeben kann, wenn sie sie vorher aus dem Keller befreit. Und genau das haben wir beantragt. Die Strafanzeige wurde von der Staatsanwaltschaft Zweibrücken wegen mangelnden Anfangsverdachts eingestellt. Auch ein gerichtliches Klageerzwingungsverfahren wurde abgewiesen. Diese Sache wartet ebenfalls, wie der Rechtsstreit um die Globke-Akten, auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Wir wollten, dass wir in den USA, dass die Bundesregierung einen Gerichtsvollzieher hinschickt oder untersucht, welche Akten sich in dem Keller befinden und dann ihrer Verpflichtung nach dem Bundesarchivgesetz nachkommt und die Akten wieder dorthin transportiert, wo sie hingehören, nämlich ans Bundesarchiv. Ich wandte mich erneut an die Adenauer Stiftung. Und der folgende E-Mail-Austausch zeigt den absurden und arroganten Umgang der Parteien mit den Gesetzen und dem Gebot der Transparenz. E-Mail vom 12. Juni 2020. Ich möchte wissen, um welche Akten genau es sich handelt. Aktenbezeichnung und Registriernummern. Antwort aus St. Augustin. Die Unterlagen befinden sich nicht mehr im Bestand des Archivs der Stiftung. Wir sind deshalb nicht in der Lage, die gewünschten Auskünfte zu geben. Ich wandte mich an den inzwischen pensionierten Leiter des Archivs, Hans-Jürgen Küsters. Ich würde gerne die Registriernummern und den Namen der übersandten Akten kennen. Das Archiv der Adenauer Stiftung hat ja in der Globke-Angelegenheit immer behauptet, ein ganz normales Archiv zu sein, das dem Nutzer wie ein anderes Archiv offen steht. In jedem anderen Archiv, wo das Bundesarchivgesetz gilt, stehen mir die Findmittel zur Verfügung. Meine Bitte daher, welche Akten wurden nach Oggersheim geschickt? Küsters Antwort: Ja, zu meiner Zeit sind Akten aus dem Archiv der Adenauer Stiftung vom damaligen Bundeskanzler A.D. Kohl nach Oggersheim angefordert worden. Sie gehen davon aus, dass zu allen Akten, die ins Archiv kommen, sofort Findmittel existieren. Das ist keineswegs der Fall. So schnell lassen sich die Aktenmengen nicht korrekt archivarisch bearbeiten. Natürlich werden Zugangslisten angefertigt, teils mit Inhaltsbetreff, teils ohne. Sie sind ausschließlich für interne Bearbeitungszwecke gedacht. Ich hakte nach.
Bei den Kanzlerakten handelt es sich nicht um irgendwelche zweitrangigen Papierchen, sondern um Unterlagen, die für die Geschichtsschreibung von größter Wichtigkeit sind. Und ein ordentliches Archiv braucht auch ordentliche Findmittel, sonst habe ich einen wertlosen Heuhaufen. Wenn die Adenauer Stiftung also diese Findmittel bzw. die konkrete Registrierung nicht herausgibt, wie das jedes Archiv tun würde, Erstsemester Archivschule Marburg, dann haben wir den Beweis, dass die Adenauer Stiftung entweder ein wertloser Heuhaufen ist oder eine undemokratische Einrichtung, die nach politischer Sympathie Informationen gewährt. Küsters beantwortete diese Fragen nicht mehr. Er kann sich auf die Rückendeckung von Politik und Justiz verlassen. Ende März 2023 wies das Leipziger Bundesverwaltungsgericht meine Klage ab. Der Gesetzgeber habe auf eine Wiederbeschaffungspflicht verzichtet und damit sei das Kanzleramt nicht gezwungen, die entwendeten Akten, ihr Eigentum, wiederzubeschaffen. Das Bundesverwaltungsgericht sagt, das ist nun mal nicht zu ändern. Und wenn nun der Besitz abhandengekommen ist, was hier dadurch geschehen ist, dass sie rechtswidrig raustransportiert worden sind von Herrn Kohl aus dem Kanzleramt, dann sagt das Bundesverwaltungsgericht, kann man nichts machen. Offensichtlich haben sich die Richter nicht getraut, ein entsprechendes Verbot, was ja strafrechtlich existiert, auch verwaltungsrechtlich wirksam zu gestalten. Ich finde dieses Urteil tatsächlich beschämend. Es ist eines Rechtsstaats nicht würdig, es berücksichtigt nicht die klaren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben da ein Durchsetzungsdefizit, um es vornehmen zu sagen. Das heißt unvornehm, die Staatsanwaltschaft hat nicht den Mut, weil sie politisch angewiesen ist, gegen diese Personen vorzugehen. Aber die Richter sollten eigentlich unabhängig sein. Die Richter haben offensichtlich auch nicht den Mut. Aber warum nicht? Auch Richter sind sehr nah beim Staat und haben manchmal Vorstellungen, wie sie dem Staat nutzen sollen. Einen Tag nach dem Leipziger Urteil veröffentlichte der Spiegel eine Notiz. Sie legt den Verdacht nahe, dass die Akten aus dem Oggersheimer Keller an einen unbekannten Ort verbracht wurden. Die Witwe hatte ja genug Zeit, dank Kanzleramt und den biegsamen Verwaltungsrichtern. So fehlen etwa die Originale von 70 Dokumenten, die Historiker des Instituts für Zeitgeschichte noch zu Kohls Lebzeiten zwischen 2012 und 2014 in dessen Privathaus im rheinland-pfälzischen Oggersheim kopiert haben. Zu der Auswahl gehören demnach unter anderem der Vermerk über ein Treffen Kohls mit Frankreichs Präsident François Mitterrand am 16. Mai 1983 oder auch Kohls Korrespondenz mit Ministern, etwa Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Die Wissenschaftler waren damals im Auftrag des Auswärtigen Amts unterwegs. Ich fragte das Auswärtige Amt, ob die Darstellung des Spiegels korrekt sei und was man plane, um diese Papiere wiederzubekommen. Mit der Antwort nahm man sich sehr viel Zeit. Schließlich teilte man mir mit, dass das Institut für Zeitgeschichte, das IFZ, unabhängig arbeite. Ich möge mich dorthin wenden. Meine Frage, was das Amt unternehme, um die Dokumente wiederzubekommen, beantwortete man nicht. Ich wandte mich an das Institut für Zeitgeschichte. Es wird, so verrät seine Homepage, vom Bund und den Ländern finanziert, ist aber eine unabhängige Forschungseinrichtung. Seine Mitarbeiter sind keine Beamten und unterliegen keiner Verschwiegenheitsverpflichtung, wie das Auswärtige Amt bestätigt hat. Sie besitzen also dieselben Zugangsrechte wie ich und alle anderen Bürger, gesetzlich zumindest. Worin bestand der Auftrag des Auswärtigen Amts? Wie haben Sie die Kopien erhalten? Und welchen Stellenwert besitzen diese Dokumente in Ihren Augen? Wieder dauerte es Wochen, bis die Antwort kam. Naja, es war Urlaubszeit. Es sei richtig, dass Wissenschaftler des Instituts 2012 und 2014 in Oggersheim Dokumente kopiert hatten. Diese fanden Eingang in mehrere Bände.
Die Kopiervorlagen sind in Oggersheim verblieben, so das Institut. Was anschließend mit den Dokumenten passiert sei, könne man nicht sagen. Die Hinterlassenschaft von Politikern sollte aber der Forschung zugänglich gemacht und Quellen dauerhaft gesichert werden. Die Abschrift des vom Spiegel erwähnten Protokolls über das Gespräch mit Mitterrand von Staatschef zu Staatschef befindet sich im Band Akten zur Auswärtigen Politik 1983. Ein weiterer Beweis, dass Frau Kohl-Richter entgegen ihrer Aussage doch amtliche Unterlagen aufbewahrt. Doch alle Beweise, von der Presseerklärung der Adenauer-Stiftung, den Aussagen des Biografen bis hin zur Klarstellung des Instituts für Zeitgeschichte, wollten Staatsanwaltschaft und Verwaltungsgerichte nicht sehen. Das Kanzleramt sowieso nicht. Fakt ist, es sind nicht alle gleich vor dem Gesetz. So wie mir schon in der Adenauer-Stiftung Akten vorenthalten wurden, die anderen gezeigt wurden, konnte ich auch nicht die Mitterrand-Protokolle einsehen, die Mitarbeiter des IFZ einsehen konnten. Wobei nicht klar ist, ob die Kohls den Wissenschaftlern alle Dokumente vorgelegt haben oder nur eine gnädige Auswahl. Großes Treffen zweier alter Freunde. Inzwischen geht ein Gerücht herum, dass die Kohl-Akten nach Ungarn geschafft wurden. Müssen Historiker nun darauf hoffen, dass Viktor Orban ein großes Herz hat, die Oggersheimer Papiere seinem eigenen Staatsarchiv übergibt, wo sie bestenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich sein werden? Das ist kein Scherz. Ich habe neulich im Bundesarchiv in Koblenz das Protokoll gesucht, das Konrad Adenauer im Dezember 1961 über ein geheimes Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter Andrei Smirnov verfasst und an den französischen Präsidenten Charles de Gaulle übergeben hatte. In Koblenz liegt es definitiv nicht. Am Ende fand ich das Dokument im französischen Nationalarchiv in Paris. Eigentlich spekuliere ich ungern, weil ich Fakten vorziehe und für unser Recht auf Wahrheit streite. Aber alle von mir befragten, zuständigen Institutionen, Staatsanwaltschaft, Bundesarchiv, Kanzleramt, Verwaltungsgerichte, weigern sich penetrant, den Sachverhalt aufzuklären und die Rechtsordnung wiederherzustellen. Sie vertuschen. Und dann bleibt Journalisten, die die Wahrheit herausfinden wollen, nichts anderes übrig, als Hypothesen aufzustellen und Beweise Stück für Stück wie ein Puzzle zu sammeln. Oft werden sie dafür als Verschwörungstheoretiker beschimpft. Möglichkeit Nummer 1. Es gibt eine Verschwörung zwischen der Witwe und dem Kanzleramt. Eine Art kriminelle Vereinigung zum Zweck der Aushebelung der Gesetze für Transparenz und Aktenzugang. Die Witwe behauptet wahrheitswidrig, sie habe keine amtlichen Akten im Keller. Und das Kanzleramt wiederholt dies sogar vor Gericht. Unter alle Mitspielen liegen die Akten immer noch in Oggersheim. Möglichkeit Nummer 2. Die Akten sind verschwunden, wie der Spiegel schreibt. Entweder wurden sie nach Ungarn verschafft, eine These, die mich gar nicht überzeugt. Oder, das hätte eine gewisse Logik, die CIA wollte sie nicht einer unberechenbaren Witwe überlassen. Denn in diesen Papieren geht es sicher um die Verhandlungen mit Gorbatschow und die Osterweiterung der NATO. Möglichkeit Nummer 3. Es gibt keine Verschwörung. Alle Beteiligten handeln individuell, nach dem deutschen Dogma, das über dem Grundgesetz zu stehen scheint. Das haben wir noch nie gemacht, da könnte ja jeder kommen. Und wo kämen wir denn dahin? Da sind zunächst die Entscheidungsträger der Politik. Wer landet dort? Schon lange nicht mehr die klügsten Köpfe der Nation. Autoritätspersonen, die es sich leisten könnten, unbequeme Entscheidungen durchzusetzen. Nein, inzwischen landet dort eine negative Auslese. Berufspolitiker, die sich als brave Parteisoldaten bewährt haben. Für sie steht nicht die Demokratie an erster Stelle, sondern die eigene Versorgung. Sie wollen nicht vom Tellerrand fallen.
Auch die Beamten in Verwaltung und Justiz vermeiden karriereschädliche Handlungen und tun, was von ihnen erwartet wird. Warum Verantwortung übernehmen und das Gesetz durchsetzen, wenn es auch anders geht? Es hat ja keine Konsequenzen. Ich fürchte, Letzteres kommt der Realität am nächsten. Das Ergebnis ist, ohne Autorität kein Respekt. Dann äußern eben die Bürger an den Wahlurnen nur noch ihren puren Protest, weil das Einzige ist, wie sie ihrer Verachtung der herrschenden politischen Klasse gegenüber Ausdruck geben können. Und was den Umgang mit den geklauten Kanzlerakten angeht, da wurde die Bundesrepublik zu einem internationalen Gespött. New York Times is now reporting that this raid. Für Trump hat der Umgang mit amtlichen Unterlagen schwerwiegende Konsequenzen. Ihm droht nicht nur ein Strafverfahren, das für kommenden Mai terminiert wurde. Seine Kandidatur hängt davon ab. Der Ex-Präsident sieht sich als Opfer, spricht von Hexenjagd. Doch, wie gesagt, auch in der Garage von Joe Biden beschlagnahmte das FBI Akten. Beweise. Über Dokumente, die Trump wohl nach seiner. Die deutschen Medien berichten natürlich darüber, fragen ihre Korrespondenten nach Details. Aber sie fragen nicht, wo die deutschen Kanzlerakten liegen. Der Zugang zu archivrechtlichen Unterlagen ist ja das, was eine Demokratie unterscheidet von einer Diktatur. Wegen der Kohl-Akten habe ich jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt. Ich bin optimistisch, dass das Bundesverfassungsgericht sich dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht bieten lässt und hier noch einmal ganz klar, wie bereits im Jahr 2017, feststellt, dass man es sich so einfach nicht machen lassen kann, dass Akten, die einmal weg sind, für immer dem Zugang der Archive entrissen sind. Allerdings hatten die Karlsruher Richter im vergangenen Jahr meine Beschwerde wegen der Globke-Akten verworfen. Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen. Von einer Begründung wird abgesehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine Klagen auf Aktenzugang finanziere ich mit Spenden, mit Crowdfunding. War es ein Zufall, dass PayPal mein Konto sperrte, als ich gerade den Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin verloren hatte? Irgendjemand muss mich bei PayPal denunziert haben. Wer? Jemand aus dem Kanzleramt? Vielleicht aus Oggersheim? Ich weiß es nicht. Protestierte bei PayPal und schickte den Spiegelartikel über meinen Prozess mit der Bemerkung, dass das, wofür ich prozessiere, in den USA das FBI erledigt. Am nächsten Tag war das Konto wieder frei. Ohne Kommentar.